Leuten. Alle Pferde. Alle. Alle. Warte. Alle, 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 alle. Haben wir Aschenputtel. Kennst du Aschenputtel? Ja, du hast Geburtstag gehabt und jetzt bist du groß geworden. Toll. Pilsche. Hallo. Wir sind heute beim Ponyhof Märchenpark. Freust du dich? Ja. Guck mal hier, so ein weißer Pony. Magst du Pferde, ja? Hallo. Guck mal, der guckt dich an. Hallo. Hallo. Halt dich gut fest, Vaninche. Ich halte doch. Gefällt dir Ponyreiten? Was hat das Pferd gemacht? Sitzt du bequem? Ja, Valencia. Nein. Sitzt du nicht bequem? Du? Ich streiche. Du streichest, Pony. Und wie fühlt sich das an? Ganz gut. Haare sehen schön aus, glänzend. Und Pferd. Ja. Alle. Ja? Ja. Und alle Leute. Alle Pferde. Alle. Alle. Warte. Alle, 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 alle. Hallo, Mann. Mein Pferd, mein. Ja, hallo, du, Valencia. Meine Lieblingsfarbe. Wirklich? Ja. Deine Lieblingsfarbe ist schwarz? Ja. 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 Glaube ich nicht. Doch. Rose ist deine Lieblingsfarbe. Rose ist meine Lieblingsfarbe und pink und lila und schwarz. Okay. Und rot. Alles klar. Und alles mag ich. Wunderbar. Eins, zwei, drei, da kommt die Polizei. Eins, zwei, drei, die Pferde kommen jetzt. Die kommen jetzt. Guck, Pferd! Ja, halt dich fest. Drei Pferde. Ja? Ja. Und Christian, dann ich hab es. Verloren ihren Sohn und müssen ihre Raben. Ich hab gar nicht. War das toll, ein Pony zu reiten? Ich hab gar nicht gemeint, weil das so toll war. Ja, das ist so toll gewesen. Du bist die Große, ja. Jetzt gehen wir im Märchenpark. Hallo. Drück mal drauf. Dahin. Ja. Liebe Kerle, lang und vergeblich im Wappen geht ein König. Der König ließ ein großes Fest veranstalten, zu dem auch die beiden Frauen viel Zauber und Wundermacht hatten, als sie laden würden. Nicht mehr, aber minder. Sie rief, die Treppe ist zu einem Turm führte. An deren Ende war eine niedrige Tür, in der das Schloss ein verrückter Vögel steckte. Um das ganze Schloss begann eine Sonnenblume zu wachsen, die jedes Jahr höher und höher wurde, so dass kein Mensch mehr reinkommen konnte. Und dann einen Krieg.
Das ist die schlafenden Dornröschen. Die schlafen alles und dann... Schlafen die ein. Die schlafen ein. Ja, hier geht's weiter. Ja. Eisenbahn. Ja, das ist Eisenbahn. Hat es dir gefallen, Valenzi? Ja? Nicht da drüber laufen, warte. Das ist das Gänsemarkt. So heißt das Märchen. Und eine Magd mit einem Pferd zu ihrem Begleiter. Ja. Als letztes gab sie ihr nun. Gehen wir nächstes Märchen anhören. Ja. Da. Hier. Ja, das ist das Tischlein deck dich Märchen. Tischlein deck dich. Einst lebte in einem kleinen Städtchen ein Schneider mit seiner Frau und drei Söhnen, die von allen nur dem Alter nach der Lange, der Dicke und der Dumme genannt wurden. Dieses Märchen heißt Zwergnase. Zweimal ein Schuster, der hatte eine liebe Frau und einen braven Sohn. Schuster, ja. Aha. Eines Tages kam ein altes Reich an ihn. Das Kind verlieh ein lahmer Gaul. Ja, drück drauf. Und dieses Märchen heißt Heinzelmännchen. Die Wichtelmänner. Es war ein Schuster ohne seine Schuld allmählich so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb, als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Fiel er das Abend zu, um es morgens in die Arbeit zu nehmen. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, lebte er sich darauf ruhig. Ja. Alles? Ja. Nicht schwer. Und dieses Märchen heißt Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Ja. Sie waren sehr arm. Holzhacker. Junge Mädchen, junge Mädchen. Kinder ernähren, weil wir für uns selbst nichts mehr haben. Pizza und Pizza. Und das nächste Märchen heißt Sieben Geißlein. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen solltet ihr ihn gleich erkennen. Und was sind das? Oh, und da sind Ziegen. Ziegen, ich weiß, das sind Ziegen. Hallo Ziege. Und dieses Märchen heißt Rotkäppchen, Valenz. Rotkäppchen? Ja. Ich weiß. Ja, kennst du Rotkäppchen? Ja. Rotkäppchen. Rotkäppchen. Genau. Es war einmal ein kleines Mädchen, das von seiner Großmutter ein rotes Käppchen geschenkt bekommen hatte und deshalb Rotkäppchen genannt. Und dieses Märchen heißt Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen und Rosenrot. Ja. Komm. Jetzt schon. Und dieses Märchen heißt Schneewittchen. Schneewittchen.
war einmal eine Königin, die wünschte sich sehnlichst ein Kind. Endlich bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee und so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz und wurde darum Schneewittchen genannt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Als die Königin wieder einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand. Haben wir Aschenputtel. Kennst du Aschenputtel? Ja, Aschenputtel. Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine Aschenputtel. Jeden Tag das Grab ihrer kürzlich verstorbenen. Und dieses Märchen heißt Bremer Stadtmusiker. Kräfte zu Ende gingen. Er wollte ihn weggeben, aber der Esel lief fort und machte sich auf den Weg nach Kamen. Ja, Esel. Das Märchen heißt Gestiefelter Kater. Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller, der als er starb, seinem ältesten Sohn die Windmühle vererbte, dem zweiten Sohn den Esel und dem jüngsten den Sei nicht traurig. Lass mir lieber ein paar schöne Stiefel machen, dass ich ausgehen kann und du wirst sehen, wie gut du es mit mir getroffen hast. Wow! War das schön, Pony reiten? Ja! Und Märchenpark anschauen? Auch. Wunderbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.